Willkommen zurück zu Daikatana. Das ist die erste offizielle Episode. Das erste war ja natürlich bloß das Intro. Bleibt erstmal dieses unscheinbare Ding dort an. Und das sind die ersten super schweren Gegner. Ihr werdet es zu fürchten wissen. Und hier das erste Secret. Die Goldseele. Praktisch eine Ultra Health. Aber das ist leider dasselbe wie bei, sagt schon wie bei Quake. I've got hit. Ja, wie gesagt, das ist dasselbe wie bei Quake. Die Gesundheit, die zieht danach einfach runter. Das ist ein bisschen bescheiden, aber was willst du machen? Ein weiteres Secret. Also, das habe ich nicht ganz verloren, was jetzt hin. Ja, ich spiele mit der Schwierigkeitsgrad, das heißt, sie sind mehr Gegner, stärkere Gegner und so weiter und so weiter. Man braucht ja ein bisschen Competition. Dafür habe ich aber unbegrenzte Saves. Ich versuche gerade hier vergeblich die Leiter hochzuklettern. Aber ich brauche die korrekte Klo-Rüstung. Ey, wollte ich jetzt gerade Klo-Rüstung sagen? Scheiße. Loading Screen. Ich hatte mal versucht, einen Speedrun für dieses Spiel zu machen, aber eben aufgrund der Tatsache, dass man ja manchmal ziemlich bescheidene Sidekicks hat, habe ich das noch lieber sein lassen. Scheiße. Bist du mich direkt auf Sack lässt? Ja, darauf habe ich gerade geschossen. Ich weiß, was passiert. Da kommt nämlich gleich ein Sentry raus, der mich auch herrlich beschießt. Das finde ich mal so gar nicht toll. Genauso wenig wie ich das toll finde, dass es so übermäßig hier wackelt, wenn ich dieses Teil da zerstört habe. Das ist so unrealistisch schlecht. Ja, es kommt gleich ein richtig fetter Gegner. Voll das fette Krokodil. Ich habe ja voll Angst davor. Ja, ich glaube, ich bin gleich ärgerlich später oder sowas in Tierschutzorganisationen, weil ich jetzt hier das Krokodil irgendwie mit meiner Faust vermöbele. Naja. Hey. Ja, diese Frösche, die haben da auch so ein Gift oder sowas, was hier ist. Was ist das? Ah ja, ich vergesse. Na, das wollte ich auch sagen. Ja, wie gesagt, die haben irgendein Gift. Muss man den Feuer aus dem Weg gehen. Wieder mal eine übertriebene Explosion. So, schnell meine Beere essen. Im Wasser macht dieses Teil, dieser sogenannte Ionenblaster, übrigens Splash Damage. Ups, hab mich treffen lassen. Merkt. Mein Aim ist genial. Oh, ein weiteres Secret. Da kommen wir gleich hin. Erstmal hole ich mir das Secret. Yeah, das ist ein Ionenpack mit einer Rüstung. Alter, nervst du mich nicht? Nishima. Aufpassen, dass ich nicht dieses große Ziel. Da muss ich das Kraftfeld und das Tür für die Hilfe da wir haben. Sonst werde ich irgendwie ein bisschen getötet. Wobei Töten oder Tod eigentlich eine gute Operation ist. Entweder man ist tot oder man ist nicht tot. Yeah! Das Megaschild mit 400 Schadenspunkten. Schadenspunkte nennen kann. Ich muss hier runter. Boah, scheiße. Ha, ich komme nicht hoch. Na bitte, geht doch. Hier ist noch ein Mana-Schild, das Ding macht sich unsichtbar.
Ja, ja, sehr, sehr, ich treffe ganz gut, ja. Ich bin von meinen Trefffähigkeiten echt begeistert. Ich lasse die Gegner einfach mal jetzt außen vor. Langsam nerven sie dann doch. So, ich habe gerade noch einen Bären, noch eine schöne Beere gegessen. Ab ins nächste Level. Immer noch unsichtbar an den Gegnern vorbeischleichend. Na gut, 5 von 8 Geheimnissen. So, ich habe immer noch die Unsichtbarkeit, das heißt, die Gegner können mich nicht sehen. Ich bin ja gerade ultra schnell unterwegs. Boah. Glopp. Ja, wie gesagt, ich ignoriere jetzt erstmal diese ganzen Gegner, weil die sind sowas von total nervig im mittleren Schwierigkeitsgrad. Weil zahlenmäßig überlegen. Alter, was? Nervst du mich nicht? Ja, wie ihr seht, die Gegner sind sehr, sehr, sehr nervig. Und ich bin gerade vergiftet. Vergiftet! Ausrufezeichen. Vergiftet! Ausrufezeichen. Hey, das wusste ich. Vergiftet! Ausrufezeichen. Wow. Die Wirkung des Giftes lässt nach. Gut. Aber ich beende das Spiel gleich. Ich wäre noch ein Boss-Sequels gewesen, aber ab. Ich sage mal einfach ganz dezent, scheiß drauf. Und jetzt kann eine kleine Katze hin. Ja, der Eingang zu Mishimas Festung. Wie soll ich denn ohne ein kleineres Geschütz durch dieses Tor kommen? Ob ich vielleicht... Vielleicht was? Was zur... Wer? Den Typen kennen wir doch irgendwoher, nicht? Der sich gerade innerhalb von 100 Millisekunden abgestellt hat. Aufgrund der Oh, ein schweres Wort. Aufgrund der Zentrifugalkraft hättest du deinen Körper wahrscheinlich zerrissen, wenn du das gewesen wärst. Boah. Hui. Was zum Henker war das denn? Ich glaube, das war dein Ticket nach innen. Wehrlose Gegner. Schade, dass ich nicht die englische Version habe. In der englischen Version zerfallen die Gegner noch wenigstens Fleischbatzen und sowas. Aber hier in der deutschen Version. ja, seht doch selbst. Die Gegner verschwinden einfach. Das ist peinlich. Die sind natürlich die nervigen Gegnergeräusche. Das möchte ich noch nicht einsammeln, da komme ich erst später dazu. Schnell, schnell, schnell. Alter, ich bin ja ausgewichen und habe trotzdem getroffen. Das ist ja viel. Hallo, Mr. Sexy Crocodile! Oh, bin ich ganz selbst gekommen. Alles klar?
Ich war gerade fasziniert von diesen erotischen Bewegungen dieses Krokodils. Und da bin ich voll vorbeigelaufen, da muss ich jetzt hinein. Da warten sie ja, sag ich mal, ungünstige Gegner. Da kann ich gleich auch mein CP-Gerät verwenden. Jetzt habe ich mal selbst Schaden genommen. Tatsächlich Schaden genommen. Boah. Du hast ein Geheimnis entdeckt. Ja, das ist die Sache. Warum bin ich hier so total langsam? Was ist das für eine Scheiße, sag mal? Das ist ja nervig. Alter Verwalter, das ist ja... Ey, ich bin ja so nervig langsam. Das ist ja, wie langsam ich bin. Das ist eigentlich unrealistisch langsam. Fuck, ich scheiß auf das Geheimnis jetzt hier. Das ist ja. Ey, dafür habe ich echt keine Nerven für sowas. Aber dafür kann ich diese tollen Bären essen. Und mich damit heilen. Also das Geheimnis da oben hole ich jetzt nicht, weil das irgendwie eine der vielen Bugs ist, die dieses Spiel hat. Ist das realistisch? Blaues Licht erscheint, wenn man mit der Faust gegen eine Wand klopft. Na, sicher. Da unten wäre auch nochmal ein Geheimnis gewesen. Und auch ein guter Gegner. Aber weißt du was? Toll, das brauche ich nicht mal. Oh mein Gott. Hey, eine Stufe hoch. Ups. Merde. Ja, gleich doch. Okay. Hiermit kann ich jetzt wählen, welche Stufe ich da aufsteigen möchte. Und ja. Bin ich wieder hier unten. Ich hole erstmal den Lift. Jo, mal gucken. Tempo, Angriff, Stärke. Angriff halt Angriffsgeschwindigkeit, ne? Ich werde mal Stärke nehmen. Ihr hört auch gleich ein anderes Angriff, wie eine Glocke, die hier läuten wird oder ähnlich. Wenn ich die Stärke noch weiter ausbaue, wird das Geräusch noch stärker. Wenn es mal wieder länger dauert, schnapp dir einen Snickers. Ja, wie ihr seht, dieses Spiel steckt so voller Spannung, so voller Action. I would like to speed that up, but... That isn't working. So, hier rein. Ja, wir sind da hier noch voll mit Gegner. Der Gegner, der ist echt nicht so unterschätzt, der schießt mit dem Raket oder was das darstellen soll. Eine Heilungsstation. Voll das nervige, lustige Geräusch. Na gut, das hätte ich jetzt eigentlich gar nicht machen brauchen. Noch mehr nervige Gegner. Ja, der Gegner hat es echt in sich. Hm?
Glück habe ich mir das eigentlich geholt. Ja, wie ihr seht, diese Gegner haben es echt in sich. Die sind verdammt schwer. What the fuck, ja. Ehrlich, das ist echt nicht so klar. Die Geschwindigkeitsmatte sind noch relativ hoch. Oh, da muss ich hin. Scheiße. Schwierigkeitsgrad sind da aber zwei solche Teile. Oh Mann. Ja, so, scheiße. Scheiße. Muss einfach mal da runter. Und das Ding öffnen und wieder die nervige Kamera angucken, die Ewigkeit nicht weggeht. Weiß ich ja schon gar nicht mehr. Ich kenne die ganzen Geheimnisse schon nicht mehr. So, jetzt fällt gleich das Rohr ineinander. Ja, du erstmal. Ich weiß nicht, ob sie es wussten. Also das Ding sammle ich lieber nicht ein, weil das sind nervige... Ja, ein nerviges Power-Up, sage ich mal. Man muss sich vorstellen, das Teil ist praktisch... ein Upgrade für diese Faust, die ich hier habe, und wenn ich das hier aktiviere, kennt meine Faust wie die Kettensäge. Und das ist ein nerviges Geräusch, weil es geht erstmal ein paar Minuten lang nicht weg. Naja. Mal schauen, hier war glaube ich Munition für meinen Zivilteil. Scheiße. Ha, geladene Action. Ich werde hier erstmal dezent speichern, weil jetzt kommt gleich eine schwierige Stelle. Der hat ja von Fröschen gekillt. Ist er das? Überlegt euch das mal. Ich werde von Fröschen gekillt. Das Spiel ist schon verdammt schwer. Da ist vielleicht noch dieser Gegner. Zwei sogar. Scheiße. Alter, warum treffe ich mich denn immer selbst? Das Ding wird ja immer noch, ne? Bitte, geht doch. Und ich bin eigentlich praktisch schon tot. Ja, das ist das Problem. Mit diesen Gegnern, die sind verdammt overpowered. Jetzt aus meiner persönlichen Empfindung heraus. Weil ich mir direkt gleich mal dezent diese Gesundheit hier holen. Thank you.
Skeletor! Sehr schwerer Gegner! Hey! Scheiße! Zum Glück habe ich keinen Fallschaden genommen. Ja, hier hoch, ja, bevor das Ding wieder zugeht. Ah! Okay, das war ich mal lieber. Sogenannte Schockzeigler. Das Problem mit diesem Teil ist, ich kann die Schüsse, die danach nicht abbrechen. Verdammt schwer ist. Guck dir das mal an, ich bin eigentlich schon praktisch erledigt und ich bin total langsam, wenn ich krieche. Was total nervig ist. Mann, was für ein Blödsinn. Ha, Hiro Miyamoto war das Leben überdrüssig. Ja, nee, ist klar. Oh mein Gott. Es ist scheiße schwer. Die Ladezeit sind natürlich auch wieder schön. Diese nervigen Lauten sind durch die Zeit. Gut, ich versuche das eben noch einmal. Hoffentlich schaffe ich das. Doch, jetzt hast du geklappt. Oh, schön zeichnen. Kopfwechseln! Oh mein Gott, ich habe eine Lücke, die ist böse. Angriff, Angriffsgeschwindigkeit steigern. Gleich kommt noch so ein Chatter. Zwei sogar. Mann. Ja, wie ihr seht, das Spiel ist schwer, aber ich weiß, ich komme jetzt gerade durch. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt gerade nicht so blöd angestellt, wie das eigentlich sonst der Fall ist. Shit. Ja, genau. Alter, haben sie uns gerade überlebt? Bin ich tot? Geil. Komm, ja, ja. Geh weg. Nicht schießen. Junge. Habe ich korrekt Kopf gemacht? Meiner.
die ersten Gegner mit Gegenwehr. Aber die machen nichts. Nein, ja, und hier ist die Endcutscene. Aber bevor ich hier aktiviere, werde ich hier erstmal heilen. Diese wunderbare Partikelanimation. Wow. Und gleich betreten wir das Gefängnis. Hauptquartier nennen die sowas. Sieht eher nach einem Kerker aus. Oder Kerker. Zentrale Befehlsstelle ordnet an, die Gefangene der Prioritätsstufe 1 weiterhin in Stasis zu halten. Vor allem, sie haben gesagt Stasis. Ja. Und im Text steht Gefangenschaft. Eine der vielen Ungereimtheiten in diesem Spiel. Neben den vielen Bugs, die es gibt. Schön. Hier einen Kerker. Das ist doch ein Irrenhaus hier. Ah! Irrenhaus, ja. Das trifft's ganz gut. Mikiko muss hier irgendwo sein. Jo, dann ist doch ein Irrenhaus bis zur nächsten hier. Episode. Ah!